unser Dickschaf ist jetzt schon ein ganz schöner Presseprofi. Und weißt du, was dann noch ganz günstig ist, wenn du das vorhältst, wenn du öfter mit den Medien zu tun hast? Mach dir eine Pressemappe. Das spart wirklich Zeit und Nerven. Was soll denn in so einer Pressemappe drin sein? Natürlich deine aktuelle Pressemitteilung. Etwas zum Lebenslauf oder zu deiner Firmengeschichte, was auch immer du mitteilen möchtest. So allgemeine Standardsätze, wie viele Mitarbeiter habt ihr, welche Produkte macht ihr, Gründungsgeschichte und so weiter. Und dann hast du zu deiner Pressemappe, die du natürlich digital vorhältst, auch ein paar schöne Pressefotos vom Dickschaf oder auch von dir, je nachdem. Und dann ist natürlich ganz wichtig, wenn du sowas hast wie eine Imagebroschüre, eine Webseite, pack das dazu, sodass du immer alles in einem Ordner auf deinem Rechner gebündelt hast. Denn wenn der nächste Journalist anfragt und du hast gerade ganz wenig Zeit, greifst du einfach in den Ordner, gibst das Zeug raus und bist immer gut erreichbar für die Journalisten. Ich kann dir verraten, Journalisten mögen das und du wirst zum Medienstar.